Hallo Leute, heute wieder ein neues Video und zwar geht es heute nicht gerade direkt um Fotografie oder um Video, sondern nur indirekt. Und zwar zeige ich euch, wie man große Dateien übers Internet gratis verschicken kann und los geht's nach dem Intro. Ja Leute, heute möchte ich euch einen Dienst vorstellen. Sicher habt ihr auch schon das Problem gehabt, dass ihr eurem Kunden große Dateien schicken solltet, sei es nun Foto- oder auch Videodateien und das Ganze per Mail etwas mühsam ist, weil die Dateien einfach zu groß sind. Dafür gibt es verschiedene Dienste. Ich zeige euch hier, wie das geht mit TransferXL. Die Seite ist unter transferxl.com erreichbar. Und zwar geht das Ganze ganz einfach in drei Schritten. Als erstes können wir hier unten auswählen, welche Datei wir versenden wollen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier einzustellen, wo der Serverstandort, also wo die Datei gespeichert werden soll. Ich habe in diesem Fall hier Europa ausgewählt, Deutschland, Europa. Ihr könnt aber auch Südamerika, Asien oder USA, je nachdem, wo euer Kunde sitzt oder auch welcher Server der nächste ist von eurem Kunden. Dann kann ich hier noch eine Verschlüsselung einstellen. Wenn ich hier drauf klicke, habt ihr hier den Schlüssel. Diesen müsst ihr speichern, damit ihr ihn deinem Kunden dann schicken könnt, um dass er die Datei entschlüsseln kann. Nun, wir wählen hier mal irgendeinen Ordner hier aus. Ja, wir können zum Beispiel diesen Export-Ordner hier auswählen und dann hier diese Dateien, die doch über 1 Giga groß sind, öffnen. Dann sehen wir hier 5 Dateien, 1,1 Gigabyte. Nun kann ich hier auswählen, über welchen Dienst ich es senden will. Ich kann hier das Ganze per E-Mail schicken, auf Facebook teilen oder auf Twitter teilen oder einen Download-Link generieren. Meistens werdet ihr ja sicher das Mail verwendet und dem Kunden dies per Mail zustellen. Dann muss ich hier nur noch meine E-Mail-Adresse einstellen, die E-Mail-Adresse des Kunden und wenn ich noch eine Nachricht schreiben will, eine Nachricht und dann auf hier auf 5 Dateien versenden. Ja Leute, das war's schon wieder. Postet mir doch eure Meinung zu diesem Video unten in die Kommentare. Wir sehen uns wieder in einer Woche zu einem weiteren Tutorial. Bis dahin sage ich, habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!